Willkommen zurück zu Let's Play Gun. Hier wird gerade wieder scharf geschossen. Ich habe aber nichts damit zu tun. Das ist einfach so. Ich kann euch mal meinen neuen Revolver zeigen. Es sind jetzt zwei, die haben wir vom Hoodoo Brown bekommen. Hier, so sieht die aus. Und ich erlöse den Kerl mal von seinem Leid. So. Und jetzt hauen wir ab. Die Nebenmissionen übrigens, die man hier alle übermachen kann, die werde ich machen, wenn ich es durchgespielt habe. Werde ich alle Nebenmissionen machen, alle Nebenquests. Und dann hätten wir es dann beendet. Also ich zock die Main Story durch und dann werde ich die Nebenmissionen alle machen. So. Aber was ich jetzt mache, ich renne erstmal zum Ladenbesitzer hin. Und kaufen für das, für die ganzen 10 Dollar, die ich im Laufe der Zeit angesammelt habe, durch Goldhaufen machen. Schauen wir doch mal. Da gibt's nämlich. Da gibt's nämlich den Schrotflinten-Schnelllader. Nein, Munitionsgurt und den Gewehrschnelllader. Also der Schrotflinten-Munitionsgurt und halt einfach 15 Schuss anstatt 10 Schuss. Der Gewehrschnelllader, das Gewehr wird halt schneller nachgeladen. Erklärt sich eigentlich alles von selbst. So, die Mission ist Find Soapy in Dodge. Oder finde Soapy in Dodge. So, und jetzt versetze ich mich wieder in die Wild West Stimmung und hör auf zu labern. Ach ja, übrigens, ich habe noch gar nicht erzählt, was wir vom Soapy wieder wollen. Ich habe gesagt, der wird wichtig. Und zwar wird er wichtig, weil ich jetzt erstmal Munition holen gehen und zweitens, weil wir den Safe-Knacker brauchen, um den Safe vom. War um zu schauen, was da drin ist. Okay. Da müssen wir nach Dodge, hätte ich gesagt. Jetzt zieht sie nach Dodge. Und in Dodge erwartet uns eine riesengroße Überraschung. Oh, ich sehe gerade, ich könnte noch einen Abstecher zur kleinen Hütte in den Badlands machen. Da liegt nämlich eine Kiste Pfeile. Oh, da können wir endlich aufbrechen. Nach ungefähr 2 Minuten 20 Sekunden. Oh. Jetzt stören uns sogar noch irgendwelche Banditen, die hier kommen. Na, verdammt schön. Stirb, Junge. Oh, mein Pferd, Alter, eintritt mir und die wäre gestorben. Meine Momo. Oh, Gold. Wir könnten gleich noch einen Abstecher zum. Nee, das kann man nicht machen. Zum Ladenbesitzer in Dodge. Oh, der graue Wolf. Von dem muss der indianische Jäger zettert. Der läuft jetzt nämlich davon dann rum. Ich hab das jetzt nicht gehört, dass ich gerade übelst laut geschissen habe. Voll. Das wollt ihr aber auch gar nicht wissen, was da so passiert. So, hier ist die alte Hütte. So nenne ich die halt. Weil sie halt auch ziemlich alt aussieht. Auch alt ist und hier steht eine Kiste Pfeile. So, jetzt reiten wir aber endlich weiter nach Dodge City. So, jetzt müssen wir das langsamer tun. Und da vorne streift er jetzt unser Graue Wolf und macht die Bewohner von Dodge City unsicher. Jetzt ganz ruhig sein und die jetzt suchen. Habe ich den jetzt vertrieben schon? Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, ich habe ihn vertrieben. Scheiße. Aber ja, vom Pferd verschreckt. Scheiße. Jetzt holen wir uns erstmal wieder das Gold. Scheiße, ich wollte gar nicht trinken. Gold, yeah, ich bin der reichste Mann von ganz Dodge. Hey, was liegt denn da? Da liegt doch einer. Hey, da liegt ein Greenhorn gefesselt. Kann ich ja gleich mal meinen neuen Revolver austesten. Und um ihn rumschießen. Oh, oh, Greenhorn. Yeah, ihr Greenhorns. Ja, mit euch hat man schon seinen Spaß hier. Oh,
Das ist ja gar kein. Das ist Pat Denton. Oh, scheiße. Das ist jetzt wirklich Pat. Was hab ich getan? Pat, bist du das? Na klar, bin ich, du Vollidiot, du. Was ist passiert? Hast du den Mob aus den. Was? Warum bist du so schnell zurück, Junge? Ich suche einen Bäcker. Einen kleinen Spieler namens Soapy Jennings, kennst du ihn? Naja, wenn du ihn schnell bist, erwischst du ihn noch. Wieso? Lauf raus? Nein, die lynchen ihn am Galgen. Sie hat es nicht interessiert, dass die Karten gezinkt waren oder so. Stand da. Wir müssen auf den Wasserturm. Warum? Das wird uns dann schon sagen, da denn, warum wir auf den Wasserturm wollen. Also, ich lasse meine Momo ein bisschen hier. Seht schon, also, da geht's wieder rund hier. Da sind ja auch noch welche. Hi, guys. Kann ich euch mal ein kleines Kunststück vorführen, dass ich durch den Zaun schießen kann. Chiller. Heb deine Waffe ruhig auf, es wird das letzte Mal sein, dass du dich heute gebückt hast. So, klettern wir hier hoch. Also ich frage mich echt, was der hier oben auf dem Wasserturm zeigen will. Wahrscheinlich haben wir dann die besten VIP-Plätze und können zuschauen. Yeah, Soapy! Ja genau, jetzt müssten wir so vom Wasserturm rein. Soapy, hi! Servus, wie geht's? Hilf mir doch irgendjemand, bitte! Nein, ich will nicht sterben, noch nicht heute! Vielleicht morgen, aber noch nicht jetzt! Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Nein, bitte nicht. Hey, hier, das Schaf gibt's mir. Es trifft immer. Oh, deshalb. Weil er uns die Remington Creedmoor gibt. Eins mit der weitesten Reichweite und der stärksten Feuerkraft. Aber nur schießen, wenn das Seil gespannt ist. Okay, gib's ihm, Junge. Ich werde auch schneller nach. Und man trifft. Pat mit deiner falschen Aussage. Immer, ich hab gerade daneben geschossen. Aber gerade getroffen. Oh, die Remington gefällt mir. Die hat auch so einen schönen Sound. So. Und mal. Schon wieder daneben, Pat. Und du laberst und laberst und laberst. So. Hier geht wieder alles ab, hier der Mexikaner oder Typ da. Rennt hinter Soapy her und wollen ihm nichts Gutes. Also der hat da anscheinend mehrere betrogen. Lass mich doch los! Lass mich doch los hier, der hat doch keine. Oh, sei froh, dass du so einen Freund hast, Soapy. Dass der gerade jetzt und nicht am nächsten Tag deine Hilfe wollte. Das stimmt eigentlich, dass Cole hätte auch sagen können, ach, ich bleib noch eine Nacht in Empire, geht doch mal schön ins Bordell. Stimmt, dass er der wirklich sagen kann, aber warum sagt er, das ist Schicksal, die verbindet irgendwas. Die verbindet, die haben irgendeine Verbindung. Egal. Auf jeden Fall habe ich mich auch gerade gewundert, warum da eigentlich TNT rumsteht. Das hat wahrscheinlich der Ladenbesitzer gerade. Oh, der Lieferung TNT. Ah, nein, die schießen rum. Schnell in Sicherheit. Bevor die mich mit dem TNT in der Hand erschießen. So. Die Pferde, die sind One-Hit. Das gefällt mir. Das Pferd hat überlebt. North to the river. I'll stay behind and clean up the rest of this mess. Komm, Soapy. Nein, auf das Pferd geht's nicht. Tja, du musst dir ein anderes suchen, Soapy. Ich baller schon mal Typen da hinten ab, die auf dem
Ständen schießen. Ich auch so gut. Und ein Vierer-Kombo. Juhu. So, sorry. Wir rein weiter. Rede mit dem Perman. Ich springe übers Gepäck. Los, Beeilung! Roll doch nicht so rum, Sophie. Du bist hier im Wilden Westen und nicht im Land für Minzis. Schon mal, hier wird noch mit dem Bogen anstatt mit der Kette gearbeitet. Hier macht man noch alles persönlich. Wow! Wer ist hier der Pro? Ich. Oh. Das ist wirklich. Das muss man echt sagen, das ist eines der schwersten Sachen hier, weil die dich einfach nur übelst gut treffen. Ja. Ah, jetzt haben die mich sogar erwischt. Wie schon gesagt. Nicht ganz leicht. Geht euch. Nervt hier. Du nervst. Nein. So richtig bekippt. Mann, das ist ja richtig. Das ist gut. Sag mal, ich schieße jetzt lieber die auf den Felsen ab, ey. Die sind zwar jetzt übelst weit weg, aber... Pass auf, ich muss einfach nur das höher, noch etwas. Pass auf. Oh! Ja! Haha! Geil! Ein Volltreffer. Das. Oh. Aus der Entfernung. Nee, Alter. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Der wird sich doch gedacht haben. Naja, ich bin fein aus dem Schneider raus. Mich kriegt er nicht mehr. Ach, die bist. Mich kriegt er auch nur. Oh, shit. So, nach der Zwischensequenz machen wir wieder Let's Play, Partstopp, Zockerstopp. Muss auch natürlich sein RL, Real Life pflegen. Der schimpft gerade darüber, dass Empire zu dem gemacht hat, was es war. Vorher war es nur ein Pisshole for Mexicans. Ihr könnt sicherlich denken, was das heißt. Ich denke gerade immer noch an den Kopfschuss da. Der war doch geil. Ja, der ist jetzt auch dabei, den Safe zu suchen. Und wir auch. Und was wir da erleben, das seht ihr in den nächsten Parts. Bis dahin sage ich tschüss.